meine lieben Widder und herzlich willkommen zu euren Energien für Juli. Wir schauen, was dieser Monat noch für euch bereithält. Gestern am 12. Juli ist ja der Mondknoten in euer Sternzeichen eingezogen, was euch sicherlich viel Schubkraft gibt auf der Welle des Erfolgs. Die habe ich jetzt schon so oft gesehen. Auch bei euch habe ich die schon öfters gesehen, mit den zwei Delfinen, meine lieben Widder. Also vielleicht gibt es einen kleinen Kickstarter jetzt hier Mitte Juli für euch, der euch ermutigt, euch eine Angst zu stellen im Mondschein. Ne? Das kann oft was so mit seelischen Geschichten zu tun hat, mit Gefühl, mit Vertrauen. Ich bin gespannt. Wir lassen uns ganz intuitiv hier durchtreiben, liebe Widder. Der Kompass gefällt mir. Was ich sagen will, das hier ist eine allgemeine Legung. Das heißt, diese Legung kann für dich bestimmt sein, muss es aber nicht. Denn natürlich ist nicht jeder Widder in derselben Energie oder in derselben Situation. Deswegen spür ganz genau in dich hinein, ist das hier heute deine Geschichte, die ich erzähle oder nicht. Und wenn du aus dieser Legung nichts für dich mitnehmen kannst, dann mach bitte einfach aus, denn dann ist sie nicht für dich bestimmt. Genau. So, wir schauen mal. Liebes Universum, eine Botschaft hier für meine Widder, für den Rest vom Juli. Ich bin dieses Mal ein bisschen spät dran. Mit Ruhe und Beharrlichkeit, Geduld, Metamorphose, Skorpionenergie, interessant. Die Verwandlung. Warum habe ich das Gefühl, weil sie treibt so auf diese Verwandlung zu, etwas, was du jetzt schon... Ich habe irgendwie das Gefühl, etwas, womit du dich schon länger beschäftigst, findet jetzt hier... Die endgültige Verwandlung, interessant. Nochmal die Karte Mondschein, haben wir gerade schon gesehen. Hat was entweder mit einer Angst zu tun, die sich hinter sich lässt, wollen wir mal kurz dazu sagen. Kann sehr stark was mit Intuition, Gefühl zu tun haben. Und hier sind die unverhofften Gäste. Okay. Ich habe ein Gefühl, wo das hingeht. Wir schauen mal. Die Sonne, König der Schwerter, so, wir klären alles mal ab, die Metamorphose, ja, nochmal Skorpion-Energie, okay, wowski, der Tod. Die drei Kelche. Mit Ruhe und Beharrlichkeit. Die neun Schwerter. Oh, Wowski. Der Ritter der Schwerter. Die zehn Kelche. Jetzt müssen wir hier ein bisschen Platz machen. Im Mondschein. Oh, Wowski. Die vier Münzen. Ich muss das anders hinlegen, weil sonst komme ich selber durcheinander. So, im Mondschein. Vier Münzen. Sechs Kelche. Die sieben Stäbe. Ganz schöne Mauern haben wir hier. Ganz krasse Mauern. Okay, unverhoffte Gäste. Habe ich mir gedacht. An der Unterseite des Decks die sechs Schwerter. Meine Lieben, hier ist eine Reise zu dir, die bereits begonnen hat, die sich aber jetzt nochmal in eine ganz andere Richtung in Gang setzt. So nehme ich das wahr. Also, die unverhofften Gäste sind ein Page der Schwerter und ein König der Stäbe. Eine Person, die in dein Leben kam oder kommt und die dir... Ich will eine Karte noch zu dieser Person haben. Wie gesagt, vielleicht ist sie schon da. Ja, so. Vielleicht datest du gerade, vielleicht lernst du gerade jemanden kennen hier mit den drei Kelchen.
aber diese Person kommt, um die Mauer in deinem Herzen, Angst wieder verletzt zu werden, zu durchbrechen. So nehme ich es wahr. Deswegen noch eine Karte zum König der Stäbe. Eine Karte noch zum König der Stäbe. Die 10 Münzen. Oh, Wowski. Okay. Gute Intentions, gute Beweggründe. Also, meine lieben Widder, ich habe das Gefühl, du hast schon eine Reise hinter dir, ne? So mit Ruhe und Beharrlichkeit. Ich habe das Gefühl, du warst jetzt so ein bisschen in einem Prozess der Transformation, ne? Der Verwandlung. Keine Ahnung, vielleicht hast du auch irgendwelche Dinge beendet, die nicht mehr gut waren. Ich sehe hier eine andere Person reinkommen. Hier ist so dieses... Hier ist eine Person, die dich erinnert. Die dich erinnert an möglicherweise eine schmerzliche Phase. Ne? So. Bei der Karte im Mondschein geht es um auf seine Intuition hören, um emotionale Nähe. Das will ich sagen. Genau, das war das, was mir gefehlt hat. Hier geht es um emotionale Nähe. Angst vor emotionaler Nähe. Angst, wieder verletzt zu werden. Ne? Hier liegt Angst. Ich habe aber das Gefühl... Die Angst hast du schon, also ich sehe definitiv, du hast dich selbst schon mit Dingen auseinandergesetzt. Du hast selbst schon Dinge transformiert und verändert in deinem Leben. Und jetzt kommt so ein bisschen, gerade hier mit zweimal die Metamorphose, hier kommt so ein bisschen jetzt der Abschlusstest. Nee, ich will es gar nicht Test sagen, weil Test sagt immer, hast du deine Lektion gelernt. Die unverhoffte Gäste. Ne? Hier kommt eine Person rein und die triggert etwas bei dir an. Ne? Die triggert diese Angst bei dir an. Angst vor was auch immer. Ne? Angst, wieder verletzt zu werden. Angst vor emotionaler Nähe. Angst vor scheiternden Beziehungen. Aber der König der Stäbe kommt aus einem ganz anderen Grund. Der König der Stäbe kommt, ne? Die Beweggründe sind die 10 Münzen. Also ernsthafte Absichten. Was auch immer. Das bedeutet, ne? So, dieser König der Stäbe, der möchte dir was anderes beibringen, lehren, ne? Page der Schwerter. Und ich habe das Gefühl, deine Intuition nimmt das auch wahr, weil ich habe das, ne? So, beide, sowohl der Page der Schwerter als auch der König der Stäbe, haben ihr Auge auf dich geworfen. Interessant, dass du dieser Energie gerade den Rücken zudrehst. Auch hier, so ist es. Diesen Impuls muss ich kurz abklären. Ob du gerade dich zurückziehst oder jemand... Ne, also hier ist so ein bisschen kalte Schulter. Aber ich habe das Gefühl, die kalte Schulter zeigst du, wenn... Oder Unnahbarkeit, ne, Skorpionenergie kann auch so Unnahbarkeit sein... Weil die sehe ich hier. Ne? Du versuchst dich gerade zu beschützen, aber ich glaube, deine Intuition, weil hier ist Schwertenergie, ne? So. Dein Kopf erinnert sich an eine Angst, an eine Verletzung, deine Intuition aber nicht. Und ich habe das Gefühl, dass diese Person, diese Mauer, die du hast, ich sehe irgendwie eine ganz starke Mauer um dich, durchbrechen möchte, durchbrechen kann. So, ich hätte gerne eine Karte hier zu der kalten Schulter, die ich hier sehe. So ein, ich beende es lieber, bevor es mir weh tut. So was sehe ich ein bisschen hier. Ne? So, und das ist am Ende des Tages ein totales Widder-Thema. Ne? Das ist Kontrolle. Der Eremit. Mars, dein Herrscherplanet, ist gerade in Jungfrau. Und der Eremit Orwowski. Okay. Was lässt dich gerade zurückschrecken? Oder was lässt dich... Reflektier das mal. Reflektier das mal, ob du gerade aus einer Angst heraus handelst, weil dich irgendwas antriggert. Oder ich habe irgendwie das Gefühl,
Du schätzt die Situation nicht richtig ein. Die Person triggert die neuen Schwerter an, aber kommt mit den 10 Kelchen und den 10 Münzen. Ne? So. Ich will jetzt, sorry meine Lieben, ich will die Metamorphose hier nochmal abklären. Weil auch der Eremit, der wendet, also wenn du Zeit brauchst, ne, du lernst jemanden kennen oder da ist jemand in deinem Leben und der triggert irgendwas an, dann ist auf jeden Fall, ne, nimm dir die Zeit, aber reflektier es. Was sagt deine Intuition im Mondschein, Königin der Kelche? Was sagt dein Gefühl? Ne? So, die Metamorphose, was ist die Verwandlung, die in diesem Wowski, die Dinge unter neuen Voraussetzungen betrachten, der Magier. Hier ist auch so ein bisschen die Energie von kalte Füße bekommen. Ein kleines bisschen. Da, ich glaube, du darfst hier lernen, deiner Intuition zu vertrauen und nicht deiner Erinnerung an, wie, ja, okay. Meine Lieben, das ist die Metamorphose. Das Universum sagt, hey, hier kommt genau, worum du mich gebeten hast. Ass der Münzen. Ass der Münzen führt zu 10 Münzen. Wenn du gerade das Gefühl hast, einen Rückzieher machen zu wollen oder, ne, keine Ahnung, bleib kurz stehen, halt kurz inne, mit Ruhe und Beharrlichkeit, ne, so. Und schau dir das nochmal ganz genau an, weil das ist die Metamorphose. Die Veränderung, die hier gerade passiert, ist das Ass der Münzen, ne, so. Der Neuanfang, auch der Magier ist eins, ne, so. Das hier beginnt unter völlig anderen Voraussetzungen wie das, woran du dich erinnerst. Und die Mauer, die du um dein Herz hast, und die hast du, ne? 7 Stäbe, 4 Münzen, die hat nichts mit dieser jetzigen Situation zu tun, sondern mit deiner Vergangenheit. Und am Ende des Tages, auch egal was hier passiert ist mit diesem Triggerpoint, habe ich das Gefühl, es kommt trotzdem mit einer ganz anderen Energie, mit einer ganz anderen Frequenz. Und das könnte die Veränderung sein, die du dir möglicherweise die ganze Zeit gewünscht hast, aber sie beginnt in dir. Und hier geht es definitiv um, fang an, deiner inneren Stimme zu trauen, ihr zu glauben und nicht versuchen, über deine Gefühle die Kontrolle zu behalten. Ne? So. Hier liegt irgendwie dieses, eine letzte Karte, aber dann gehen wir ins Extended. Warum mit Ruhe und Beharrlichkeit? Weil ich habe irgendwie das Gefühl, dass du hier total viel verstehen und lernen kannst mit dem Pagen der Schwerter und dem Eremiten. Eine Karte mit Ruhe und Beharrlichkeit. Die Welt. Interessant, ne? Hier oben auf dem Ast der Münzen ist auch die Welt für mich immer. Und hier ist nochmal Manifestation, 3 Stäbe. Das, was jetzt auf... Also ich möchte diese mit Ruhe und Beharrlichkeit, möchte ich definitiv auch mit Langfristigkeit und Beständigkeit, ne, kombinieren. Das Universum reicht dir diesen Neuanfang. Und dieser Neuanfang kann für dich das Ende von irgendeinem Zyklus sein. Ne? So, verarscht werden, Angst haben, Selbstzweifel, Verhaltensmuster bedienen, Dreiecksbeziehungen, whatever. Ne? So. Das, was hier passiert, die Person, die hier reinkommt, die kann für dich ein echter Gamechanger sein. Aber es geht darum, jetzt diesen Zweifeln, diesen Ängsten, diesen Sorgen, die irgendwie aus der Vergangenheit kommen, wirklich eine Kampfansage zu machen und das zu gestalten, was du dir ja auch wünschst, ne? Was du herbei manifestierst, mein lieber Widder. Und so lasse ich das hier stehen. Unten in der Infobox findet ihr den Link zum Weiter... Guck mal, 3 Stäbe, 4 Stäbe. Nichts passiert ohne Grund. Aber, ja, da ist dieser... Worauf wartest du, höre ich gerade? Ich höre das Universum dir zurufen, ne? Game Changer, Wendepunkt, das Gericht. Worauf wartest du? Ne? So. 3 Stäbe, 4 Stäbe, 8 Kelche. Ja. Es ist emotional wieder eine, ne, eine Reise ins Dunkle, aber doch mit viel besseren Aussichten. Liebe Widder,
mit viel besseren Aussichten. Das kann, also ich habe das jetzt partnerschaftlich interpretiert, aber es kann auch beruflich sein, ne? So. Aber diese Person sehe ich wirklich als echten Gamechanger für dich. Hör auf deine innere Stimme. So, aber was ich sagen wollte. Unten in der Infobox findet ihr den Link zum weiterführenden Reading, wo ich auf all das hier nochmal genauer eingehen möchte. Ich möchte wissen, was ist der Zyklus, der hier schließen will. Denn zweimal der Tod und einmal die Welt, ne, auch die zwei Zehnerkarten, die wir hier haben, hier ist definitiv so dieses, wende dich dem zu, was in deinem Leben jetzt Gestalt annehmen will. Ne? So, deswegen, welcher Zyklus will hier schließen? Gerade mit der Metamorphose. Warum genau ist da diese große Blockade in deiner Energie? Ne? Ich nehme die in deiner Energie wahr. Was genau sagt deine Intuition? Wer ist dieser König der Stäbe? Das sind Fragen, die wir im Extended versuchen abzuklären. Aber am Ende des Tages lasse ich mich auch durch diese Extended Readings ganz intuitiv durchtreiben. Außerdem findet ihr alle meine Zusatzvideos auch hier auf YouTube in meiner Kanalmitgliedschaft. Ich würde mich sehr freuen, liebe Widder, euch in meiner Soul Family begrüßen zu dürfen. Was du davon hast und wie das alles funktioniert, findest du zum einen unten in der Infobox, als auch hier am Ende des Videos verlinkt, wo ich ein kleines Video aufgenommen habe, ne, wo ich das alles ein bisschen genauer erkläre. So, für die Widder unter euch, die sich das Zusatzvideo nicht anschauen. Unverhoffte Gäste. Unverhofft. Das Wort müssen wir mal ganz kurz auseinandernehmen. Damit hast du nicht gerechnet. Das war nicht das, worauf du die ganze Zeit gehofft hast. Es ist etwas anderes. Es ist das Ass der Münzen. Weil sonst wird hier verhoffte Gäste draufstehen. Ne? Also, hier kommt jemand in dein Leben. Der Page der Schwerter, der König der Stäbe. Und der zeigt dir etwas. Der zeigt dir etwas Neues. Etwas, was ein Haken, ein Closure dran macht an alles, was davor war. Aber der kommt auch mit einer Aufgabe. Ne? Mit einer Aufgabe, die du hast. Ich nehme hier wahr, dass, ich weiß nicht, ob es Zögern ist oder ob es wirklich, ne? Also ob es wirklich richtig krass Angst ist, die hier kommt. Bleib stehen, halte inne und setz dich mit dieser Angst bewusst auseinander. Denn was auch immer hier angetriggert wird, es ist der Durchbruch, irgendetwas in dir selbst zu erkennen, zu verstehen und aus diesen Erkenntnissen für dich neu zu gestalten, neu zu manifestieren. Ne? So. Hier liegt ein Thema aus der Kindheit, aus vorherigen Beziehungen, ne, das in deiner Seele immer noch, wie soll ich sagen, eine kurze Zündschnur hat. Ne? So. Und diese Person bringt irgendetwas mit, was dir hilft, entweder anders auf das, was vor dir liegt, zu schauen oder das, ne, das wirklich auf dich zukommen zu lassen. Hier bei den drei Stäben geht es so, okay, das ist jetzt passiert, das habe ich jetzt angezogen. Ne? Hier sind völlig neue Voraussetzungen, um etwas zu gestalten. Dann lasse ich das auf mich zukommen, absolut im Vertrauen, ne? Im Vertrauen, dass meine Intuition mich nicht falsch leitet, in der Hoffnung, dass ich dahin komme, wo ich hingehöre. Ne? Die vier Stäbe ist Zuhause, ist Beziehung. Aber dafür muss ich der ganzen Sache auch einen Schritt entgegengehen. Auch wenn ich, ne? Auch wenn ich mich hier emotional wieder auf unbekanntes Terrain gebe. In dem Moment, in dem wir irgendwie Nähe zulassen, in dem wir irgendwie Verletzlichkeit zulassen, die Kontrolle loslassen, schaffen wir Raum, verletzt zu werden. Aber nur dieser Raum, wo Verletzlichkeit stattfindet, ist der Raum, in dem auch bedingungslose Liebe stattfindet. Und das habe ich das Gefühl, gerade mit den 10 Kelchen, ist das, was hier irgendwie in dieser Situation, in der du bist oder in die du kommst, aufgezeigt wird. Meine Lieben. Und so lasse ich das hier stehen. Unten in der Info... Nee, Quatsch. Gut, meine Lieben wieder. Ich hoffe, diese Botschaft war hilfreich für euch. Reflektieren, überlegte Entscheidungen. Ne? Mars in Jungfrau. Dein Herrscherplanet in Jungfrau. Überlegte
Reflektierte Entscheidungen treffen ist sehr wichtig für dich gerade, denn das bringt dich am Ende des Tages dahin, wo du hin möchtest. Und keine, oh, das triggert eine alte Angst an, ich hau sofort ab, ich renne sofort davon, ich drehe mich sofort weg, sondern warum hat mich das angetriggert? Ne, was ist da passiert in mir? Genau, so, das ist die Botschaft. Vielen lieben Dank, vielleicht bis gleich. Ansonsten hoffentlich bis bald. Tschüss!